Ja, willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge hier in Minecraft. Wir sind hier stehen geblieben und ich werde heute mal direkt hier anfangen mit dem Jump'n'Run Parcours. Wir werden hier mal direkt loslegen und gucken mal, wo uns das Ganze hinführt. Und wie gesagt, ich bin nicht der beste Jump'n'Runner, seid mir da nicht böse, aber ich versuche das Ganze so gut wie möglich hier durchzukriegen. Ui, das war aber ganz gefährlich hier. So ein bisschen Baum im Weg, würde ich sagen. Ein bisschen Baumkrone im Weg gewesen gerade. Da muss man ja echt aufpassen hier. So, das ist ja eigentlich noch relativ leicht. Hier ist überall eine Lücke zwischen. Oh, aber man muss trotzdem aufpassen, dass man nicht zu kurz springt. Sonst war es das, glaube ich. Oh, hier ist ein bisschen enger Weg. Okay. Ich muss sagen, wir sind schon relativ weit gekommen. Also nicht schlecht. Und ich sehe hier oben, da ist eine Kiste. Ah, die, okay, auf der Plattform gibt es auch Schätze zu finden. Das ist schon mal sehr nice. Hier geht es jetzt um den Baum herum. Ja, oh, wunderbar. Nein, und ich bin das erste Mal runtergefallen. Wie konnte ich nur bei so einem leichten Sprung hier? Okay, die Ecke war jetzt auch irgendwie ein bisschen gemein, muss ich sagen. Irgendwie total die fiese Ecke hier hochzuspringen. Und da muss man schon ein bisschen Anlauf nehmen. Hier sehe ich auch schon, ist auch schon wieder ganz gefährlich, ganz eng wird da, wenn man dagegen springt und falsch springt, irgendwie mit wenig Anlauf, dann fällt man sofort runter. Okay, gut gemacht. Hatte ich selber auch nicht mehr in Erinnerung. So, was haben wir hier? Oh, ein Smaragd, wunderbar, den nehmen wir direkt mit. Die nehmen wir gerne mit. So, guckt mal an. Von da, so, ich gehe mal kurz in den Flugmodus. Von da hinten sind wir gerade gekommen. Wir haben einen ganz guten Weg schon zurückgelegt hier, also. Nicht schlecht, das ist ja, geht ja ganz gut voran hier. Das muss man schon mal sagen. So, schauen wir mal. Wo war denn diesmal der böse Übeltäter? Aha, wieder die Baumkrone, alles klar. Hier muss man wirklich echt aufpassen an den Bäumen, sonst fällt man hier runter. Am besten nur erstmal gucken. Okay, hier ist alles im Budde. Da kann man erstmal hier so normal rüber jumpen und hier muss ich erstmal wieder gucken. Okay, der ist hoch genug. Ich weiß nicht, wie es ist. Wenn man schräg springt, ob das allgemein so ist oder, ne, da muss man einfach ein bisschen aufpassen. So, hier sind wir an der Felsbank angekommen oder Felswand, eher gesagt. Schauen wir mal. Hier ist der Check-and-Spawn-Point. Den werden wir mal aktivieren. Teleport-Koordinaten zum Checkpoint. Ah ja, okay. Das heißt, wir können uns hier zurück teleportieren zum Daniels Haus, dort drüben, wo wir hergekommen sind. Ach, so. Wunderbar. Da steckte gerade noch ein bisschen irgendwie ein kleiner Kratzer im Hals. Teleport zu Daniels Haus. Wunderbar. Und das sind dann die Teleportdaten, die hier wieder zurückführen zu dieser Plattform, wenn man es bräuchte. Brauche ich jetzt unbedingt nicht, sage ich jetzt mal. Und wir gehen mal direkt weiter. Oh, hier ein schöner Ausblick von hier hinten. Sieht man auch die Windmühle. Gar nicht mal so schlecht gemacht hier. Und was haben wir hier? Ein Monster. Ah ja. Ah, komm mal her hier. Was hat der denn jetzt gemacht? Hat er sein Leben regeneriert? Oder warum waren da solche Herzen drüber? Habe ich bisher jetzt auch noch nie gesehen. Wo geht es dort unten hin? Geht es da durch den Baum? Ne, hier oben geht es weiter. Hier haben wir wieder einen Smaragd. Wunderbar. Wo geht es denn da unten? Warum ist denn, warum fehlt denn da was vom Baum? Oder sind die über oder untereinander, übereinander gewachsen? Wohl eher. Untereinander wäre ein bisschen schwierig. Hier die nächste Kiste. Ein Smaragd. Wunderbar. Gucken wir mal weiter, wie es hier weitergeht. Es geht aber auch immer etwas höher, habe ich das Gefühl. Hier. So. Und da, was kommt hier? Ist ein Tunnel oder was? Gut, wir sehen noch die Spitze von der Kirche. Gleich wahrscheinlich nicht mehr. Aha. Wir sind jetzt relativ weit oben und es geht auch wieder hinab. Da hinten sehen wir das Boot von Anton, dort hinten im Meer. Was wird mir da angezeigt? Ach so, ein Pfeil, dass es weiter nach links geht. Okay, das habe ich jetzt so gerade nicht erkannt, weil dieses Resource Pack ist einfach ein bisschen öde, muss ich sagen. Ich muss mir noch mal das andere Resource Pack raussuchen, wo das war. Wenn ich es nochmal wiederfinde, werde ich es einstellen. Aber ansonsten muss ich mich hiermit zufrieden geben, erst einmal.
So, es geht hinab, ist irgendwie leichter als hinauf. Wow, das war jetzt ein knapper Sprung. Hier, das sieht doch auch mal schön aus. Der Drache da hinten im Hintergrund, so richtig schön. Die Tintenfische, wunderbar. Okay, gucken wir mal weiter. Nein, verdammt nochmal. Ich bin zu früh gesprungen gegen die Decke und dann bin ich hier runtergeflogen. Und ich sehe schon, da hinten geht es noch ganz schön weit. Wow, das ist hier noch lange kein Ende in Sicht, so wie ich das sehe. Und hier sind wir beim nächsten Monster mit roter Mütze. Ich glaube, das hat damit zu tun, wie viel ich den abziehe, oder? Kann das sein, dass das damit zu tun hat mit den Herzen, dass das neu ist und ich das nur noch nicht kannte? Okay, der Sprung hier ist irgendwie take it easy. Hörp, hörp. Schweinchen, geh mir aus dem Weg. Nein! Schweinchen war da im Weg, glaub mir. Aber, naja, gut, war ja zwar eine Plattform weiter unten, aber egal. Schweinchen ist schuld. Okay. Was ist denn hier? Warum kann ich hier nicht springen? War ich da gerade unter den Klotz? Ja, ich war da unter dem Klotz, okay. Ich glaube, wenn es hinuntergeht, könnte man auch einfach hinunterlaufen. Da könnte man, glaube ich, gar nicht runterfallen. Das teste ich jetzt mal. Seht ihr? Hier, zack, 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 zack. Ganz take it easy hier. Jo, und der nächste. Wo sind wir denn überhaupt schon? Ach, wir sind jetzt hier einmal ein bisschen, wir sind jetzt hier in dem Sumpfgebiet. So eine kleine Runde gedreht. Oh, der hat aber schon eine gute Rüstung an. Kann uns sowieso nichts tun, weil wir ja sowieso im Baumodus sind. Und hat auch irgendwie ein bisschen Rüstung verloren. Zerfetzter Helm, okay, brauchen wir nicht. Aber was bringt das, wenn ich das jetzt wegschmeiße, wenn ich sowieso wieder einsammle? Haha, bin ich wieder selber getrollt. So, das verrottete Fleisch, das ist wichtig. Das können wir mal gebrauchen. Das kann ich in Smaragde umwandeln und das ist auch gut so. So, komm mal her hier, mein Freundchen. Komm mal her, komm her, komm her, komm her, komm her. Kannst du ruhig mal umdrehen. Auf jeden Fall schöne viele. Ja, komm, das sortieren wir nachher aus. Schön viele Erfahrungspunkte dazu bekommen. Und das mit den Rüstungssachen sortiere ich nachher aus. So, jetzt sind wir auch schon ein richtig gutes Stück weitergekommen hier. Mein Gott, wie schnell man irgendwie so eine Runde gedreht hat, sage ich jetzt mal. Da ganz hinten angefangen bei den Nilfener Kirche und jetzt sind wir hier schon am anderen Ende von Nilfen. Also Wahnsinn. Dass es so schnell gehen kann, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, was haben wir hier? Falltür. Okay, da geht es hinunter. Hier geht es wahrscheinlich. Ich guck mal erstmal hier runter. Okay, da ist irgendwas. Okay. Oh mein Gott. Wochen altes Blut ist auf dem Boden verschmiert. Oh mein Gott. Okay. Tagebuch und 20 Smaragde. Mein Gott, das ist ja wie Weihnachten und Neujahr zusammen hier. Wie Weihnachten und Ostern, meinte ich. So, guck mal, was steht hier drin? Tagebuch vom reisenden Händler, Tag 1. Heute bin ich in Nilfen eingereist. Es war eine lange Fahrt durch den Märchenwald. Tag 2. Heute bin ich ausgeschlafen und werde direkt das Hotel verlassen und meinen Marktstand aufbauen. Umso früher, desto besser. Das lockt die Kunden bestimmt gut an. Tag 3. Mir gehen langsam die Materialien aus. Und die Kräuter auch. Die Nilfener kaufen das Zeugs wie Sand am Meer. Tag 4. Heute habe ich mich entschlossen, in Waldkräuter zu suchen. Und da sah ich von Weitem den Jump'n'Run-Parcours. Einen Sprung wage ich wohl. Das macht ja richtig Spaß. Einen Beutel voll Smaragde gab es auch noch dazu. Das freut mich sehr. Doch was ist das? Eine Grube. Ich schau mal hinein. Oh. Oh nein. Eine Falle. Tollwütige Wölfe. Das ist mein Ende. Nein. Die Smaragde, die in Schatztruhe. Ja, okay, alles klar. Ja, da ist er wohl gestorben und hat seine Schatz hier in der Schatztruhe irgendwie die Smaragde dagelassen. Für mich finde ich sehr nett.
Ja, tut mir leid, dass dir so ein tragisches Ende hier geschehen ist. Aber was soll man machen, wenn man in so eine Grube fällt und böse, tollwütige Wölfe auf einen da unten warten? Ich glaube, dann kann man auch nicht mehr einfach so fliehen. Ja, der Arme. Wir gucken mal weiter, wie es weitergeht. Ich hoffe nur gut. Nein, zu früh gesprungen. So, wieder zurück. Hier drauf. Da unten ist irgendwas im Wasser. Was ist da? Okay, da kommen wir wohl noch. Hä, nee, das ist doch schon wieder ganz woanders da hinten irgendwie. Kommen wir denn da hin? Okay, da kommen wir schon bestimmt irgendwie hin. Mal gucken, erstmal hier weiter. Erstmal hier weiter. Wahrscheinlich wieder so ein Rundweg oder sowas. Und Check in Spawn Point. Teleport-Koordinaten und Teleport zu Daniels Haus. Dann würde ich sagen, werden wir hier erst einmal die Folge beenden und es geht auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Macht's erst einmal wieder gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.